So, willkommen zurück zu Let's Play Overlord. Einigen von euch dürfte aufgefallen sein, dass ich die Auflösung etwas runtergedreht habe. Vielleicht könnt ihr so etwas mehr erkennen. Gut, wir sollen die blauen da vorne, ich kann sie nochmal zeigen, vor diesen komischen Vögeln retten. Wir probieren das doch ganz einfach mal. Ich habe da auch schon so eine Idee, wie wir das machen. Okay. So. Ihr bleibt erstmal stehen. Feuerball! Okay, das klappt. Feuerball! Das klappt. Feuerball! Okay, das klappt wieder nicht. Schade. Wenn ich ehrlich bin, solltest du das gerade nicht machen. Komm mit. So. Jetzt vernichtet sie! Vernichtet sie! Und jetzt sieht man mal schön, wie der blaue Scherge einen braunen wiederbelebt. Ha! Und der braune geht wieder an den Sammelpunkt. Probieren wir das Ganze nochmal. Boom! Und das war's. Juhu! Und wir können unsere Schergen zurückholen. Das hat wunderbar funktioniert. So. Ja, 10 reichen erstmal. Okay. Ich verzichte hier erstmal auf die grünen. Habt ihr da wieder was Tolles gefunden? Es wäre toll, wenn ihr damit aufhören würdet. Und dahin gehen würdet. Denn wir brauchen das Nest. Schade, dass wir nicht einfach wieder zum Ausgang gehen. Man muss es sich ja immer schwer machen und einen anderen Weg suchen. Okay. Blaue Lebenskraft, Herr. Ich muss euch ja wohl nicht sagen, wozu die gut ist. Nee. Ich glaube, das habe ich jetzt kapiert. Blaue Käfer, blaue Energie, grüne Käfer, grüne Energie. Bla bla blub und so weiter. Okay. Ich glaube, ihr müsst erstmal hier bleiben. Ich gucke das mal an. Nichts Außergewöhnliches. Die Blauen sind immun gegen Magie. Ah. Und sie sind die einzigen Schergen, die magischen Geschöpfen wie diesem Irmi Schaden zufügen können. Rote, rote! Bleib da stehen. Blaue! Okay, dann testen wir doch mal. Kampfkraft der Blauen. Gegen magische Kreaturen. Okay, ich glaube. Ich glaube, die sind schon tot. Jetzt. Nein! Gehorcht mir doch einmal. Gehorcht mir einmal in eurem Leben. Mann. Geht da rüber. Und bleibt da. Bleibt da. Es nervt! Also gegen magische Kreaturen kann man auf jeden Fall sagen, dass die
blauen sehr stark sind. Braune, blaue! Ja, für den Meister. Danke. So. Wir müssen jetzt das Nest. Die machen in diesem Video alles, aber nicht das, was ich will. Lass es doch einfach mal bleiben. So. Ihr folgt mir jetzt. Kommt ihr da nicht durch? Ihr müsst hier durchkommen. Kommt ihr jetzt? Ja. Immer diese Pilze sind immer im Weg. Gut. Gute Rune. Nein, das wollte ich nicht. Hallo? Bleib, nicht so schnell. Wir haben ja noch was zu erkunden. Also die feuchten Höhlen sind eigentlich relativ groß. Blaue Pilz. Gut dann. Ja. Zerstört mal ein bisschen. Ah, Gold gibt's hier. Ja. Mana-Brunnen. Eigentlich brauche ich jetzt keinen Mana. So. Na, alle Pilze wegrollen. Jetzt müsstet ihr auch da durchkommen. Überall so kleine Wege, wo man lang kann. Was ist das? Ich dachte, ihr seid gegen Wasser immun. Mit Birbische. Attackiert sie. Wieso sind Irbische so schwach? Ich habe mir magische Gegner zäher vorgestellt. Schon, und zwar überall. Bei so viel Wasser ist es auch kein Wunder. Hier muss ich auch wieder vorsichtig sein, dass meine anderen Schergen nicht ins Wasser laufen, einfach so dumm. Und ersaufen. Drei Truhen. Wow. Wow. Das mal kein Segen ist. Gänse! Das Gute ist, dass wir jetzt nicht mehr so viel Schergen verschwenden werden. Da wir den Großteil einfach mit den Blauen wiederbeleben. Gut, jetzt können wir auch dadurch. Alle. Sind hier wieder Irrische? Nein. Die kommen so schnell nicht zurück. Also das Video neigt sich jetzt auch dem Ende. Und wenn wir wiederkommen, dann gucken wir mal, was hinter diesem Gang ist. Also.